Hallo, mein Name ist Petra Wasiluk, mein heutiger Gast ist Kerstin Bertsch. Kerstin ist eine ganz besondere Läuferin. Sie hat im letzten Jahr einen neuen Guinness-Weltrekord mit dem Babyjogger beim Manova Frankfurt Marathon aufgestellt. Und was sie sich schon immer mal fragen wollte, ist, wie sie ihren ambitionierten Laufsport mit der Familie unter einen Hut bringt. Kerstin, du bist eine tolle Läuferin und wir sind auch schon öfters mal so gegeneinander gelaufen bei verschiedenen Wettkämpfen. Im letzten Jahr bist du beim Manova Frankfurt Marathon mit dem Babyjogger gelaufen, mit zwei Kindern und hast den Weltrekord geschafft. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, das war ein ganz toller Erfolg. Magst du nochmal darüber so ein bisschen berichten, wie das für dich war? Das war einfach ein einzigartiges Erlebnis, was jetzt immer noch bei uns in den Köpfen drin ist. Wir reden immer noch darüber und für die Kinder war das eine wunderbare Erfahrung. Und wie ist das so? Du hast Kinder, du musst 42 Kilometer laufen. Wie beschäftigt man dann die Kinder? Ja, meine drei Kinder und ich, wir sind ein eingespieltes Team. Wir organisieren unser Training immer so, dass sowohl sie was machen können als auch ich. Wir sind da sehr flexibel und überlegen uns immer, wie wir es am besten koordinieren können. Wie kriegst du das mit deiner Familie unter einen Hut? Wie organisierst du das? Für uns gehört das Laufen auch immer noch täglich dazu. Und ich versuche halt, das immer in den Alltag so reinzubekommen, dass meine Kinder auch glücklich sind. Das heißt, für den Kleinsten ist es am besten, wenn er Mittagsschlaf macht. Der wird dann aktiv gestaltet und für die anderen beiden, die nehmen auch ein Fahrrad mit. Ja, die Manova engagiert sich ja schon seit vielen Jahren im Ausdauersport. Bekommst du davon was mit? Ich bekomme auf jeden Fall was davon mit, dass Manova sich engagiert. Ich finde es auch richtig, richtig toll, dass es Firmen gibt wie die Manova AG, dass sie auch Trainingstipps oder Trainingsmöglichkeiten bietet für Frauen und Männer, insbesondere aber auch für die Frauen, damit jeder mal ausprobieren kann, ob das Laufen was für einen ist und vielleicht auch Frauen überhaupt dazu motiviert, Sport zu machen. Ja, vielen Dank, Kerstin. Für mich bist du das reinste Organisationstalent. Vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr das Laufen mit der Familie, mit dem Beruf und den Freunden unter einen Hut bringen müsst. Dann kommentiert das unter diesem Post.